Ja, hallo allerseits. Ich begrüße Sie zu unserer 6. Mythos-Vorlesung. Hört man mich hinten auch? Ja? Wir haben uns jetzt bisher eigentlich praktisch in den Bereich von Eros und Venus bewegt. Also wir haben nach einer Einleitungsvorlesung haben wir uns mit der Raub der Europa beschäftigt, dann mit den Jupiterlieben, dann mit Apoll und Daphne und mit Ganymed und letztes Mal mit Eros und Venus. Also wir haben sozusagen diesen ganzen Bereich uns angeschaut, wo ich Ihnen ja am Anfang gesagt habe, dass meine These ist, dass bestimmte Themen, die vor allem um Erotik, Liebe, Sexualität, aber auch Vergewaltigung, Begehren kreisen, dass die eigentlich nur im Rahmen dieser mythologischen Stoffe darstellbar waren. Am extremsten ist das sicher bei Ganymed, also schwule Liebe, das konnte wirklich nur innerhalb dieser mythologischen Geschichte erzählt werden. Und wir verlassen jetzt diesen Bereich und wenden uns heute einem anderen Thema zu, und zwar Kunst und Künstlermythen. Nun, hier kann man sagen, dass jetzt die mythologischen Geschichten nicht der einzige Rahmen war, um über Kunst und über Künstler bildnerisch nachzudenken. Meistens lief eigentlich die Reflexion über das Künstlersubjekt, über das Selbstporträt oder über verwandte Inszenierungen des künstlerischen Selbst. Es gab dann durchaus im 17. Jahrhundert, vor allem auch in der holländischen Malerei, auch die Möglichkeit einer Selbstreflexion der Malerei innerhalb der Malerei, also diese Frage der Metamalerei, da verweise ich Sie vor allem auf das Buch von Viktor Stojita über die Metamalerei. Also da gab es schon andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Und im Mittelalter hat man ohnehin in dem Sinn nicht über Kunst und Künstlersubjekte reflektiert. Dennoch gibt es mythologische Geschichten aus der Antike, die sich mit der Frage sowohl des Künstlers wie auch der Kunst befasst haben und die dann sehr oft dargestellt worden sind und die eine große Bedeutung hatten für die Auffassung eben des Künstlers und auch eine große Bedeutung hatten für die Auffassung von Kunst. Ich möchte Ihnen drei der bekanntesten antiken Künstlermythen vorstellen. Sie werden sehen, es gibt eine gewisse gemeinsame Struktur. Das eine ist, dass dieses Künstlersubjekt ausnahmslos männlich gedacht worden ist und dass es eigentlich immer auch um einen männlichen Künstler und ein weibliches Modell geht und dass dieses Verhältnis sexualisiert worden ist und dass auch das Verhältnis des Künstlers zur Kunst, also zu seinen Kunstobjekten sexualisiert worden ist. Und das möchte ich Ihnen jetzt an den drei wichtigsten Beispielen kurz vorführen. Das ist einmal der Mythos von Pygmalion. Die Quelle ist wieder mal Ovid. Ovid Metamorphosen, 10. Buch, 243 bis 297. Es waren sehr wahrscheinlich frühere Quellen vorhanden, aber sie sind nicht überliefert. Also hier ist wirklich Ovid eigentlich die einzige Quelle für die spätere Rezeption. Die Geschichte bei Ovid spielt in Zypern, also dem Kernland von Aphrodite. Ursprünglich, also man kann annehmen, dass es vor Ovid eine Geschichte gab, wo es einen König von Zypern gab, der sich in eine Aphrodite-Statue verliebt hat. Und Ovid hat dann daraus eben einen Künstler gemacht. Also die Geschichte geht so, Pygmalion ist angeekelt von allen Frauen, die er allesamt als unzüchtig ansieht. Deswegen lebt er ganz alleine und zurückgezogen. Aber er verliebt sich in seine eigene Statue. Also er hat eine weibliche Statue gemacht und in die verliebt er sich. Und er bittet jetzt Aphrodite, ihm so eine Frau, so eine ideale Frau
zu schenken. Und Aphrodite kommt diesem Wunsch nach und lässt die Statue selbst lebendig werden. Und der Künstler und seine zum Leben erweckte Statue zeugen sogar eine Tochter, nämlich Paphos, nach der eine Stadt benannt worden ist. Es ist eine der ganz seltenen Metamorphosengeschichten, die nun wirklich gut ausgegangen ist. Was sind die wesentlichen Elemente dieser Erzählung? Das eine ist die Idealität der Kunst gegenüber der miesen Realität. Es ist natürlich auch die Lebensnähe der Kunst. Aber die Geschichte hat auch einen Gender-Kern, nämlich die Misogynie, also die Verachtung der Frauen und dagegen die Liebe zur Kunst. Also der Künstler, der sich in sein eigenes Werk verliebt, aber dieses Werk ist eben nicht umsonst, ist es eine weibliche Figur. Also es ist faktisch die Idealität der künstlich geschaffenen Frau gegenüber den tatsächlich vorhandenen Frauen. Da es eine sehr späte mythologische Geschichte ist, gibt es keine antiken Beispiele, also in Griechenland sowieso nicht, weil es gar nicht, die Geschichte gar nicht gegeben hat. Im Mittelalter ist die Geschichte aufgenommen worden als ein negatives Beispiel heidnischer Statuenliebe, also die Heiden, die eben ihre Statuen anbeten. Aber es gibt dann eine künstlerische Reflexion schon im Mittelalter, und zwar in dem Roman de la Rose, also einem der bekanntesten mittelalterlichen Romane, ursprünglich schon aus dem 13. Jahrhundert. Und hier wird auf diese Pygmalion-Geschichte rekurriert, und auf die Weise gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, die Arbeit des Bildhauers vorzuführen. Sie sehen das frühere Beispiel, wo einfach ja, eben ein Bildhauer, Pygmalion, dargestellt wird, wie der eine Statue behaut. Und Sie sehen auf der anderen Seite eine etwas spätere Darstellung, auch wieder Roman de la Rose, wo die verschiedenen Episoden synoptisch dargestellt werden. Also die Bitte, also das Machen der Statue, die Bitte an Aphrodite rechts oben, ihm so eine Frau zu schenken, und dann in diesem Häuschen Pygmalion, der vor Erstaunen und Freude einen Luftsprung macht, dass seine Statue tatsächlich jetzt zum Leben erweckt worden ist. Nun, die erste überlieferte Pygmalion-Darstellung in der Tafelmalerei stammt von Bronzino, ungefähr um 1530. Sie sehen, Pygmalion kniet vor seiner Statue in innigstem Gebet. Und dahinter ist eben ein antikisierender Altar mit dem Brandopfer, das er Aphrodite darbringt. Die manieristische Figur Serpentinata und die blicklosen Augen zeigen wohl den Augenblick direkt vor der Verlebendigung. Und natürlich ganz im Sinne des Manierismus soll verdeutlicht werden, dass das künstlerische Ideal, das Kunstwerk, die Natur übertreffen soll. Und es ist sicher auch Teil eines Paragone, also eines Wettstreits zwischen den Medien, zwischen Skulptur, Malerei, also wo sozusagen der Maler sagt, er kann das, diese Verlebendigung eigentlich noch besser darstellen als die Bildhauerei. Oder ein anderes Beispiel, ein Kupferstich von dem niederländischen Maler und Grafiker Goltzius von 1593. Da sehen Sie auch nicht zufällig, dass diese Idealfigur eine Venus Pudica ist, so wie wir das in der letzten Sitzung besprochen haben, dass diese große Erfindung von Praxiteles zum Idealbild eigentlich der weiblichen Aktkunst geworden ist. Im Barock wird es häufig dargestellt, ich zeige Ihnen ein Beispiel von Boucher. Was man sehen kann, ist, dass, was jetzt vor allem die Literatur anbelangt, gibt es einen absoluten Höhepunkt im 18. Jahrhundert der Pygmalion-Rezeption im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Rousseau hat ein Theaterstück geschrieben über Pygmalion, was eigentlich vorwiegend ein innerer Monolog von Pygmalion ist, der zuerst dauernd zweifelt an seiner Arbeit und dann diesen triumphalen Erfolg hat. Und hier bekommt diese Statue auch einen Namen, nämlich Galatea.
Pygmalion wird jetzt zu dem Künstler, der eben sein Kunstwerk zum Leben erwecken kann. Ich zeige Ihnen ein Beispiel von der Bildenkunst Falconet von 1761, der sich jetzt die Aufgabe gestellt hat, die schwierige Aufgabe, innerhalb wirklich der Skulptur das überhaupt darstellen zu können. Diderot war begeistert von dieser Skulpturengruppe und ich denke mir, dass ihm das wirklich enorm gelungen ist, diesen Moment der Verlebendigung zu erfassen, also diese fassungslose Begeisterung von Pygmalion und durch die Wendung von Galatea auch, also diesen Moment, wo diese Statue eben jetzt zu einer lebendigen Frau geworden ist. In der romantischen Literatur wird Pygmalion zum Künstlerpriester. Also das ist diese Sehnsucht nach der absoluten Schönheit, weiblichen Schönheit. Der englische Präraphaelit Burne-Jones hat zwei Zyklen mit vier Bildern geschaffen. Das sind die ausführlichsten Zyklen eigentlich zu dieser Pygmalion-Geschichte, 1875 bis 78, also spät das 19. Jahrhundert. Und Sie sehen zuerst Pygmalion ganz melancholisch, in Gedanken versunken. Er selbst, eine ziemlich androgyne Figur eigentlich. Im Hintergrund sehen Sie zwei Frauen, also das sind sozusagen die lebendigen Frauen, denen eben Pygmalion bewusst den Rücken zukehrt. Und er konzipiert jetzt im Geiste seine perfekte Aktskulptur. Und was er sozusagen in Gedanken hat, das sehen Sie hinten, das sind die drei Grazien. Also so schön wie die antiken drei Grazien sollte die werden. Und Sie sehen, das finde ich eigentlich ziemlich genial gelöst, die Spiegelungen unten, ja, wo man eigentlich nicht genau weiß, was das jetzt sein soll, also sozusagen die Spiegelungen dieser geistigen Vorstellung, die jetzt sozusagen aus verschiedenen Fragmenten besteht, wie er diese Skulptur zusammenbauen würde. Und dann sehen Sie auf der anderen Seite, er, der sein Werk jetzt geschaffen hat. Und bitte beachten Sie, wie diese Galatea jetzt hier ausschaut. Also sie steht nicht aufrecht, sondern sie ist total passiv, demutsvoll, schamhaft, mit total gebeugtem Rücken. Also so richtig, also keine selbstbewusste, aufrecht stehende Aktskulptur wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber das hätte nicht dem Ideal entsprochen. Ja, und jetzt verlässt Pygmalion sein Atelier, um eben Aphrodite zu bitten, ihm so eine tolle Frau zu schenken. Und hier bei Burne-Jones ist es so, dass Aphrodite leibhaftig während seiner Abwesenheit in das Atelier kommt und dieser Statue Galatea das Leben einhaucht. Und Sie sehen also Aphrodite mit den vielen Täubchen. Also das ist klar, dass das jetzt eben die Göttin Aphrodite ist, die oder Venus, die sie jetzt hier zum Leben erweckt. Und im letzten Bild sehen wir den Pygmalion, der vor seiner Statue kniet, die jetzt hier zum Leben erweckt worden ist, aber immer noch genauso in dieser Haltung eigentlich, wie er sie eben auch geschaffen hat. Also die Seele ist am Ziel, heißt dieses letzte Bild. Es gibt andere Darstellungen, wie zum Beispiel von Jerome, die jetzt nicht so ätherisch sind, sondern die diese Szene in ihrer ganzen Sinnlichkeit zeigen. Stürmisch umarmt hier der Künstler seine Statue. Das finde ich ziemlich gut, wie der das gelöst hat, dass man wirklich sieht, unten ist sie noch Stein und oben ist sie schon lebendig. Also, und das hat er auch, das sieht man im Original natürlich auch besser, unten ist das wirklich schneeweißer Marmor und oben wird das klar sozusagen von der Oberfläche her, dass das jetzt lebendiges Fleisch geworden ist. Nun, man könnte auf den ersten Blick meinen, dass Paul Delvaux 1939 eine Alternative also geschaffen hat, beziehungsweise Umkehrung, aber wenn man da genauer hinschaut, ist es keine Umkehrung. Es ist keine weibliche Künstlerin, die eine zum Leben erweckte männliche Skulptur umarmt, sondern es ist eine nackte weibliche Figur, die einen männlichen Marmortorso umarmt. Und rechts sehen Sie im Hintergrund, finden sich die Doppelgänger, nämlich der Mann mit schwarzer Kleidung und Hut und die Frau, wiederum völlig nackt, mit einer Pflanze vor ihrem Leib und ebenso auf ihrem Kopf. Das heißt, das weibliche Kreative ist und bleibt immer Natur.
geht von ihrer Leiblichkeit aus. Also man könnte vielleicht sagen, dass Delvaux durch die enigmatische Darstellung das Verhältnis der Geschlechter auch in Bezug auf, also die, auf künstlerische Gestaltung als Rätsel zum Nachdenken anbietet. Heute müsste man natürlich über Computeranimationen nachdenken, über Cyborgs und künstliche Wesen diskutieren. Das würde in unserem Zusammenhang jetzt zu weit führen. Ja, also das ist der eine Mythos, Pygmalion. Es gibt einen zweiten, der Bedeutung hatte, nämlich von einer Anekdote von Xeuxis. Xeuxis, auch hier bezieht sich die Schönheit durchaus auf Weiblichkeit, und zwar der berühmte griechische Künstler Xeuxis, spätes 5., frühes 4. Jahrhundert, sollte für den Hera-Tempel der Stadt Kroton ein Bild der Göttin malen. Und keine der Frauen, die er nackt sehen konnte, entsprach der Idee vollkommener Schönheit. Was hat er gemacht? Er hat jetzt durch selektives Naturstudium die 5 schönsten Mädchen aus Kroton versammelt und hat von jeder ein Stück genommen. Also von der einen das Hinterteil, von der anderen die Brüste, von der dritten den Kopf, von der vierten die Beine und so weiter. Und hat das sozusagen zusammengesetzt. Das heißt, das ist eben auch wieder so ein klarer Beleg, die absolute Schönheit in Wirklichkeit gibt es nicht. Man muss die aus den verschiedenen Teilen, muss man die zusammensetzen. Das ist auch etwas, was Sie bei dem Burne Jones in diesen fragmentierten Spiegelungen sehen konnten. Sie sehen hier eine ganz frühe Darstellung, die mittelalterliche Darstellung, und das, der mittelalterliche Maler, der hat das hier, sieht das hier sozusagen als eine Art Wettbewerb an. Also der macht, zeigt verschiedene Wettbewerbe, sportliche Wettbewerbe, und er sieht das faktisch auch als einen Wettbewerb verschiedener Schönheits, also so wie heute könnte man sagen, ein Schönheitswettbewerb. Ja? Nur, dass das heute nicht gut geht, dass man von der einen Frau, vielleicht kommt das ja noch, ja? Dass man die dann zusammensetzt. Ja, und hier dann Sandrart, der hier auch den Xeuxis zeigt, wie er mit diesen 5 Mädchen von Kroton eben von jeder sozusagen ein Stück nimmt. Die dritte Legende, die ist die von dem griechischen Maler Apelles, der die Geliebte von Alexander dem Großen malte. Aber der Künstler hat sich in sein eigenes Modell verliebt. Und Alexander war so großzügig, ihm seine Geliebte Campaspe zu schenken. Also Sie sehen, Frauen konnten einfach wie kostbare Objekte verschenkt werden. Ich rate Ihnen immer wieder, sich die Umkehrung vorzustellen. Also stellen Sie sich vor, es gibt eine weibliche Künstlerin, die malt den Geliebten einer Königin, und die Königin ist so nett und schenkt ihr diesen Mann. Also einfach, um sich das immer wieder klar zu machen, was das eigentlich bedeutet. Nun, zu diesen Künstlermythen gibt es kein weibliches Pendant. Allerdings erzählt uns Plinius, der ältere im 35. Buch seiner Naturalis Historia, die Legende von der Erfindung der Bildniskunst. Der erzählt das so, es gab einen Bildhauer, einen Töpfer und Bildhauer, also eigentlich war er Töpfer, der hieß Putadis oder die Putadis, wird unterschiedlich tradiert. Und die Tochter von diesem die Putadis, die hatte einen Geliebten, und dieser Geliebte musste auf eine große Reise oder musste sie verlassen, und sie hat an der Wand seinen Schatten nachgezeichnet. Ja? Und der Vater, der eben Töpfer war, hat das gefüllt mit Ton. Und so ist die Skulptur erfunden worden. Und das ist aber jetzt auch praktisch der einzige Künstlerinnenmythos, der überliefert worden ist. Sie sehen hier Sandrart, unten die Dipotadis, die eben den Schatten ihres Geliebten an die Wand zeichnet, indem sie einfach dem Schatten nachgeht. Und Sie sehen aber oben Hirten, die, also ein Hirte, der seinen eigenen Schatten zeichnet, und die anderen, seine Kollegen, die hinausschauen
auf das Licht und sozusagen dadurch eine Form von Erkenntnis gewinnen können. Ich verweise hier, ich habe Ihnen das auch in der Literatur gezeigt, ich verweise hier auf zwei sehr wesentliche Aufsätze von Victoria Schmidt-Linsenhof, die diesen Diputades-Mythos aufgearbeitet hat. Was hier faktisch verhandelt wird, ist etwas, was im 18. Jahrhundert, und da ist der Mythos wichtig geworden, was hier im 18. Jahrhundert bedeutend geworden ist, nämlich es ging darum, das Handwerk gegen die Akademie sozusagen, also die Akademie gegen das Handwerk sozusagen auszuspielen und zu sagen, es gibt so etwas wie mechanische, handwerkliche Tätigkeit und dann gibt es die eigentliche, wirkliche, schöpferische Bildproduktion. Und Diputades, also sie heißt, sie hat ja gar keinen Namen, das ist auch schon klar, sondern sie ist die Tochter von Diputades, irgendwann nennt man sie dann einfach Diputades, die symbolisiert nun die Frauenkunst der Moderne und legt sozusagen die Rahmenbedingungen von weiblichen Kunsthandwerk eigentlich da. Es ist erstaunlich, dass dieses Thema ist eigentlich ja praktisch nie dargestellt worden und dann im 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert wird das ausgesprochen wichtig. Das hängt damit eben zusammen, dass ist es so, dass damals mehrere Frauen, Töchter von Künstlern, nicht mehr nur in der Werkstatt ihres Vaters arbeiten wollen. Einerseits und andererseits, dass eben die Akademien eine große Bedeutung haben, wo ja Frauen gar keinen Zutritt hatten und wo man jetzt das Handwerk sozusagen gegen die Kunst versucht hat abzugrenzen. Und interessant ist, dass bei Sandrart, also der mit dieser Darstellung begonnen hat, Sie sehen das, der stellt das gegenüber, also diese Diputade stellt da gegenüber den Zeuxis. Das heißt, Diputades, also das weibliche Kunstschaffen, ist immer nur handwerklich, ist immer nur reine Mimesis, ist immer nur einfach passive Nachahmung von Natur. Männliches Kunstschaffen ist schöpferisch, ist ingeniös, kommt aus dem Innern, aus dem Genie etc., wozu Frauen nie im Leben befähigt sind. Das heißt, dieser Diputades-Mythos spielt sozusagen eben in diesem Diskurs über weibliches oder männliches künstlerisches Schaffen eine große Rolle. Das entspricht einem allgemeinen Diskurs über Geschlechterdifferenz im 18. und 19. Jahrhundert. Ich lese Ihnen jetzt vor, was Johann Heinrich Zedler um die Mitte des 18. Jahrhunderts in dem großen Universallexikon aller Wissenschaften und Künste geschrieben hat, wie er sozusagen die Frau definiert, Zitat, Weib. Saget man entweder von einem Stand der Verheiratung oder von dem Geschlecht, das dem Männlichen entgegengesetzt und von Gott gewidmet ist, Kinder zu empfangen, zu tragen, zu gebären, zu säugen, zu warten, dem Hauswesen vorzustehen, da der Mann mit anderen Dingen außerhalb beladen und beschäftigt ist. Also das ist die lexikalische Definition von Weib oder eben Frau. Das heißt, die Existenz von Künstlerinnen wurde nicht nur verschwiegen, das wurde sie ja durchaus auch, sondern sie wurde einfach in diesen ganz klaren Bereich eingegrenzt. Ja, Sie sehen also diese drei Künstlermythen, sie haben eine ziemlich klare Struktur, die immer wieder sozusagen den Mann als das schöpferische Subjekt darstellt. Und wenn es dann um Frauen geht, dann wird denen sozusagen ein sehr begrenzter Raum zugestanden. Ja, neben diesen dezidierten Künstlermythen gibt es aber Mythen, die die Kunst selbst thematisieren. Eine dieser Geschichten ist der Mythos von Marsyas. An dieser Erzählung kann auch wieder beispielhaft aufgezeigt werden, wie viele unterschiedliche Aspekte ein und derselbe Mythos haben kann, beziehungsweise welche Veränderungen er durchmacht.
Also Sie können, ich zeige Ihnen jetzt gleich, also ist mir schon klar, dass Sie jetzt nichts sehen. Ich erzähle Ihnen aber zuerst einmal diese Geschichte von Marsyas und Sie werden sehen, dass in einem Mythos so viele verschiedene Aspekte drin sind, wo man entweder einen bestimmten Aspekt oder aber versuchen kann, auch alle Aspekte zu zeigen. Und ich erzähle Ihnen jetzt einfach mal die Geschichte, wie sie wieder bei Ovid im 6. Buch der Metamorphosen beschrieben wird und in den Fasti. Die Fasti sind auch von Ovid, es ist ein Lehrgedicht, wo er das Jahr beschreibt, eigentlich mit seinen Festen und Riten und dem religiösen Hintergrund und wo wir wesentlich, auch sehr wesentliche Informationen erhalten. Also in beiden kommt diese Geschichte von Marsyas vor. Und die Geschichte geht so. Die Göttin Athena hatte den Aulos, nämlich die Flöte, erfunden. Wobei der Aulos ist eine Doppelflöte, die eigentlich eher offensichtlich geklungen hat wie eine Oboe. Und sie hat voll Stolz, hat sie den Göttern das vorgespielt. Ja? Aber die Götter sind alle in ein Gelächter ausgebrochen. Und sie sind deswegen in ein Gelächter ausgebrochen, weil Athena, in dem sie geblasen hat, und das ist offensichtlich ein Instrument, wo man sehr stark blasen muss, hat sie ihre Wangen aufgeblasen und das fanden die Götter einfach lächerlich. Also die Athena war natürlich indigniert, ist zu einem Wasser gegangen, um selber zu schauen, ob sie wirklich so absurd ausschaut und zieht sich und denkt sich, na, das geht nicht, so kann ich nicht ausschauen und schmeißt dieses Instrument weg, verflucht es und verflucht auch gleich jeden, der das irgendwie finden sollte. Und dieser Aulos wurde aber von einem Satyr, nämlich Marsyas, gefunden, der darauf zu spielen lernte, und zwar so wunderbar, dass er Apoll zum Wettstreit aufforderte. Apoll spielt auf seiner Kitarre, wobei die zuerst sich ausgemacht haben, sie haben gesagt, der jeweilige Gewinner kann mit dem anderen verfahren, wie er will. Nun, die Musen krönten Apoll als Sieger, woraufhin der Gott dem Satyr bei lebendigem Leibe die Haut abziehen ließ. Aus den Tränen der Nymphen und Waldgötter über diesen grausamen Tod entsprang der Fluss Marsyas. Nun, dieser Mythos hat alte Quellen und wurde bereits in der Antike ganz unterschiedlich erzählt. Ursprünglich war Marsyas nämlich ein kleinasiatischer Flussgott, dem dort, also in Kleinasien, die Erfindung des Aulos zugeschrieben worden war. Und dieses Instrument, der Aulos, spielte in den orgiastischen Kulten der Kybele, also der großen Mutter, eine ganz wichtige Rolle. Nun, im griechischen Mutterland hingegen waren Apoll und Athena die Schutzgötter und damit Erfinder der Musik und ihrer Instrumente. Also Sie sehen wieder, was passiert, wenn, was ja eigentlich immer der Fall war, diese Mythen kommen von Kleinasien nach Griechenland und in Griechenland werden sie adaptiert. Und es kommt gar nicht in Frage, dass sowas wie eine Erfindung eines Instruments ein kleinasiatischer Flussgott war. Also muss es umgedeutet werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Aulos speziell dann ab dem 5. Jahrhundert als ein sehr sinnliches Instrument eingestuft worden ist und eben kam aus diesen orgiastischen Orgien von Kybele, also etwas, was dann in Griechenland, im klassischen Griechenland eigentlich abgewertet worden ist. Und aus dieser doppelten Abwertung des ursprünglichen Mythos entsteht dann eben diese Marsyas-Geschichte. In der Antike sind bereits alle Elemente des Mythos enthalten, also die Erfindung eines Musikinstruments, die Hierarchisierung von Instrumenten innerhalb der Musik, also Saitenspiel als Inbegriff geistiger Harmonie gegen Aulos als menschliche Sinnlichkeit stimulierend, die Frage der Hybris, also des Hochmuts, zum Beispiel eines Satyrs oder dann aber auch des Menschen gegenüber den Göttern, und die Frage der Strafe für das Aufbegehren, was bereits in der Antike unterschiedlich gewertet worden ist. Also ist das eine adäquate Strafe, dass man jemandem bei lebendigem Leib die Haut abzieht?
Bei Hygin zum Beispiel, also einer ja auch dieser Mythenerzähler, antiken Mythenerzähler, war das so, dass eigentlich Marsyas gewonnen hat und die Musen eigentlich auch Marsyas den Preis geben wollten. Dann hat Apollo seine Gitarre umgedreht und hat dazu gesungen. Das konnte der Marsyas mit seinem Instrument nicht. Ja, man kann nicht Flöte spielen und gleichzeitig singen. Und dann haben sie ihr eigenes Urteil revidiert und haben dem Apoll den Preis zuerkannt. Nun, ich zeige Ihnen hier ein Werk von dem klassischen Bildhauer Myron um die Mitte des 5. Jahrhunderts. Der hat eine große Bronzegruppe erschaffen, die nicht mehr vorhanden ist. Und die hat gezeigt Athena, den weggeworfenen Aulos und Marsyas. Es gibt einerseits viele Beispiele auf Vasenmalereien, die das immer wieder dargestellt haben. Und es gibt sehr schöne römische Fragmente. Und in Frankfurt haben sie dann diese Bronzegruppe sozusagen rekonstruiert. Ich zeige Ihnen hier die römischen sehr guten Kopien nach den hellenistischen und klassischen Vorbildern von Athena und Marsyas. Es gab dann aber auch andere Erfindungen, und zwar die sicher schon, also auf jeden Fall hellenistisch waren und dann römisch, gibt es eben die römischen Kopien. Sie sehen auf der einen Seite dieses Fries, wo Sie Apollo entspannt sitzen sehen, Marsyas, und dazwischen ist das ein skythischer Schächer, der dann auf Auftrag von Apoll dem Marsyas die Haut abgezogen hat. Und bei dem anderen, bei dem Sarkophag, sehen Sie, dass die ganze Geschichte eigentlich erzählt wird, und Sie sehen noch die Nymphen und die Flussgötter, die mit Begeisterung hier Marsyas zuhören, und dann ganz außen, rechts außen, sehen Sie, wie Marsyas die Haut abgezogen wird. Und dann gab es eine ganz große Erfindung, die x-fach kopiert worden ist und in der Renaissance und im Barock eine große Rolle gespielt hat, die wir aber nicht mehr haben. Wir haben nur, also sozusagen Reflexe davon, und wir haben sozusagen Fragmente. Und zwar, das war mit Sicherheit eine Gruppe von drei Bronzeskulpturen, wo auf der einen Seite Apoll sitzt, vollkommen entspannt. Auf der anderen Seite hängt der Marsyas, dem eben die Haut sozusagen abgezogen wird. Und in der Mitte war dieser Skythe, also der eben, den sehen Sie hier, dieser messerschleifende Skythe, der das Messer schleift, um dem Marsyas die Haut abzuziehen. Und dieser hängende Marsyas, den gibt es in sehr vielen Versionen und Kopien. Das hat eine große, unglaublich viele Reflexe gehabt, der war auch in der Renaissance bekannt. Sie sehen hier ein anderes Beispiel, und wir wissen, dass an den Eingängen von römischen Amphitheatern solche Marsyas-Statuen aufgehängt wurden, also aufgestellt wurden, und in den Amphitheatern haben ja dann unter anderem tatsächlich Hinrichtungen stattgefunden. Und was die Römer gemacht haben, sie haben im mythologischen Gewand Theateraufführungen gemacht, zum Beispiel die Geschichte des Marsyas, und dem Delinquenten wurde dann tatsächlich bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Sie sehen, dass hier der Mythos als Legitimation einer barbarischen Praxis gedient hat. Nun, in der nachantiken Kunst wurden alle dem Mythos inhärenten Motive weiter tradiert. Im Mittelalter und teilweise in der Renaissance lag der Fokus auf der Bestrafung der Hybris gegenüber Gott, auch wenn dieser Gott ein heidnischer war. Und zwar Hochmut. Hochmut ist schon bei Augustin und dann in der ganzen christlichen Theologie eigentlich die größte aller Todsünden, Hochmut und Ungehorsam. Also Hochmut einem Gott gegenüber, sei es auch ein heidnischer, muss bestraft werden. Wir sehen wieder mal unsere Ovid-Holzschnitt-Illustration von 1497, die wir jetzt schon gut kennen.
wo wir immer wieder sehen, dass der Text ist zwar moralisierend, aber die Illustrationen, die hier, also der Holzschnitt, ist einfach narrativ und zeigt wirklich die gesamte Geschichte. Also Sie sehen oben Athena, wie sie da auf dem Aulus bläst und wie sie dann unten bläst und ihr Spielbild sieht. Und dann der Wettstreit zwischen Apollo und Marsyas, dann die Hautabziehung und hinten rechts in dem Tempel wird die Haut von Marsyas als sozusagen Warnung gegen alle aufgehängt, es nicht, bitte nicht mit einem Gott aufnehmen zu wollen. Und Sie sehen, wie der Holzschneider jetzt das natürlich aktualisiert. Also es ist kein Aulus, sondern es ist ein Dudelsack. Aulus gab es nicht mehr in der Zeit. Und Dudelsäcke gehören auch zu Musikinstrumenten, die A, eher volkstümlich sind und B, wo man auch sehr stark die Wangen aufblasen muss, um einen Ton rauszubringen. Und es ist auch kein Satyr, sondern es ist einfach ein Bauernjunge und der wird auch im Text als un villano, als ein Bauernjunge angesprochen. Raphael hat für die Decke in der Stanza della Signatura im Vatikan 1509 bis 11 ein Bild mit der Bestrafung des Marsyas entworfen. Der hielt sich so eng wie möglich an damals bekannte Vorbilder. Sie sehen den am Baumstamm hängenden Marsyas. Sie sehen den Skythen, der im Auftrag des Apoll ihn häuten soll. Und dann der gelöst dasitzende Gott Apoll selbst. Die Rückenfigur, die sich anschickt, Apoll mit dem Lorbeer zu krönen, ist eine Erfindung von Raphael. Der Goldhintergrund auratisiert die klassische, reliefartig gebaute Szene. Raphael lässt nicht den geringsten Zweifel an der Gerechtigkeit des Urteils aufkommen. Aber ich denke mal, man muss den Zusammenhang sehen, in dem so eine Szene zu sehen ist, nämlich man muss es sehen im Zusammenhang mit zeitgenössischen Diskursen zum Verhältnis von Kunst und Natur. Die Kunst, also die Hochkunst, übertrifft die Natur. Apoll, Gott der Künste, besiegt die Natur, beziehungsweise eine naturverbundene und sinnliche Kunst. Also es ist der Sieg der Hochkunst über die Natur ohne jede Ambivalenz. Es gibt gleichzeitig Darstellungen, die einen ganz anderen Aspekt herausgreifen, nämlich das Phänomen der Häutung. Wir sind jetzt hier im frühen 16. Jahrhundert und das ist eine Zeit, in der die Anatomie entwickelt worden ist. Sie sehen einerseits, also in der Mitte sehen Sie Apoll, ja, und links eben Marsyas. Rechts ist eine zweite Szene dargestellt worden, die oft verbunden worden ist, die aber eigentlich eine andere Geschichte ist. Nämlich Apoll mit dem König Midas. Und zwar war das so, dass Pan wiederum, der die Panflöte erfunden hat, Apoll zum Wettstreit aufgefordert hat. Und dem Pan ist dann allerdings nichts passiert. Aber der König Midas, der als Schiedsrichter aufgerufen war, der Midas hat gesagt, ich finde, der spielt viel schöner wie der Apoll. Und das geht nicht. Also hat der Apoll im Eselsohren wachsen lassen, ja, zum Zeichen, dass er offensichtlich nicht gut hört, also oder nicht musikalisch hören kann. Und diese beiden Bilder, also diese beiden Szenen sind hier verbunden. Ja, wir befinden uns in einer Zeit der beginnenden Anatomie. Sie sehen rechts eine Zeichnung von Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci war ja eigentlich mit der Erste, der anatomische Studien betrieben hat. Es gibt bändeweise anatomische Studien von Leonardo, die sehr genau sind, wo man sich immer fragen kann, ist das jetzt eine wissenschaftliche Zeichnung oder ist das Kunst? Das ist eine unsinnige Frage, weil diese Differenz damals praktisch gar nicht bestanden hat. Und ich zeige Ihnen dann noch zwei weitere Grafiken eben aus dieser Zeit. Sie müssen sich das vorstellen, Vesal, also der Arzt Vesal, der war dann der Erste, also nach
Leonardo war der Erste, der wirklich als Arzt systematisch Anatomien gemacht hat. Und Sie müssen sich das vorstellen, was das bedeutet hat, dass man anfängt, den menschlichen Körper zu öffnen, da hineinzuschauen, zu sezieren, auseinanderzunehmen. Das ist ein, also sozusagen dieses neue empirisch-wissenschaftliche Interesse am menschlichen Körper, am Körper innen, ist ein vollkommener Umschwung im Verhältnis des Menschen zu seinem Körper. Und das spielt hier natürlich hinein. Und diese Masias-Geschichte hat jetzt ermöglicht, dieses Interesse darzustellen, auch außerhalb von reinen Anatomiestudien. Es ist interessant, dass auch die Anatomiebücher eben fast immer die Figuren in irgendwelchen antiken Posen dargestellt haben, was ja teilweise auch sehr eigenartig ist. Vielleicht kennen Sie diese Ausstellung der Körperwelten vom Anatom Gunther von Hagen, also die jetzt vor ein paar Jahren auch in Wien zu sehen waren. Der hat ja so, also der hat jetzt nun tatsächliche Leichen dargestellt, auseinandergenommene und so, dass sie sozusagen haltbar sind. Und das Merkwürdige ist, dass der das auch in so antikisierend dramatisierten Posen gezeigt hat. Nun, in der Antike wurde zwar das Schreckliche, das Grausame mit Worten beschrieben, aber es wurde nicht dargestellt. Es gibt weder in der griechischen noch in der römischen Kunst ein Pendant zur Beschreibung der Häutung des Masias von Ovid. Ich zitiere Ihnen einmal die entsprechenden Stellen von Ovid, damit Sie sehen, dass das ganz schön drastisch geschildert worden ist. Also das heißt, quod me mihi detrais, also was entreißt du mich mir selbst? Oh, ich bereue, schreit Masias. Und Ovid fährt dann fort, während er schreit, wird die Haut ihm über die Glieder gerissen und er ist nur eine Wunde. Es rinnt ihm das Blut von dem Körper, bloß sind die Sehnen, enthüllt, die Adern vibrieren ihm ohne jegliche Haut. Man könnte die Eingeweide, die zucken, zählen und auch in der Brust die deutlich schimmernden Fasern. Also das ist schon drastisch. Ja? Aber die Bilder der Antike zeigen immer intakte Körper, auch bei Masias. Das Schreckliche wird zwar durch Worte benannt, die Vorstellung aber der Imagination überlassen. Dies berührt grundsätzliche Fragen nach der Repräsentation des Schrecklichen. Wie kann das Schreckliche so gezeigt werden, dass wir bei seinem Anblick nicht in Schockstarre verfallen und unsere Denkmöglichkeit ausbleibt? Wie, dass wir uns nicht daran gewöhnen? Wie, dass nicht lediglich ein Sensationsbedürfnis gestillt wird? Wie, dass nicht sogar eine gewisse Schaulust ins Spiel kommt? Der antike Dichter Horaz warnt in seiner Ars Poetica vor der Schaustellung von Schrecklichkeiten auf der Bühne. Ich zitiere, alles, was du mir auf eine so plumpe Art zeigst, kann ich nicht glauben und will nichts davon wissen. Also ich denke mir, das ist natürlich auch wieder eine heute unglaublich aktuelle Frage in Filmen, in Computerspielen etc. Also wie kann man grausame Dinge zeigen, dass sie nicht eigentlich eine gegenteilige Wirkung erzeugen? Also die drastische Darstellung von Grausamkeit findet sich nicht in der Antike, jedoch in der abendländischen Kunst. Das beginnt schon im Barock, also es ist nie im Barock, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute konfrontiert werden. Ich zeige Ihnen das Werk des spanischen Barockmalers Giuseppe de Ribera. Ribera ist an sich Spanier, verließ aber seine spanische Heimat und ließ sich in Neapel nieder. Er hat mehrere Darstellungen von Masias gemalt.
Für ihn, glaube ich, war das vor allem, dient dieser Mythos vor allem zur Repräsentation roher Gewalt und brutaler Grausamkeit sowie der Qual des Opfers. Eine zweite Version. Bemerkenswert ist, dass Ribera neben der Faszination durch das Masias-Thema mehrere Versionen der Häutung des heiligen Bartholomäus gemalt hat. Sie sehen jetzt hier auf der einen Seite Masias und auf der anderen Seite Bartholomäus. Und Sie sehen, das ist natürlich von der Geschichte her was ganz was anderes. Masias wird vom Mythos her sozusagen zu Recht gestraft. Bartholomäus ist ein Heiliger. Und ich denke mir, die Nähe der Bilder wirkt sich natürlich auf die Interpretation auch aus. Wenn Masias fast wie ein gefolterter Heiliger gezeigt wird, empfindet man Empathie mit seinen Schmerzen und seinem Martyrium. Apollo in seiner edlen Gestalt tut dasselbe wie die rohen Henkersknechte. Und ich denke mir schon, dass da viele sich gedacht haben, ist das ja eigentlich ein gerechter Gott? Also das wird schon, ich denke mir schon, dass Ribera hier diese Ambiguität, die da drin steckt, dargestellt hat. Es gab auch Werke wie die Elfenbeingruppe von Adam Lenkhardt aus dem 17. Jahrhundert, in der unterschiedlichste Aspekte miteinander verwoben sind. Die Grausamkeit der Schindung und der Schmerz des Opfers, gleichzeitig aber auch ein fast wissenschaftliches Interesse am Körperinnern, bei gleichzeitiger Freude an Schönheit, Ästhetik und der Demonstration der eigenen künstlerischen Fähigkeit. Ich möchte Ihnen nun ein Werk zeigen, in dem alle dem Masias-Mythos inhärenten Aspekte berührt werden und ein tiefes Nachdenken über die Kunst und ihr Verhältnis zur Natur artikuliert wird. Es ist ein Bild von Tizian, wohl eines seiner letzten Werke, zwischen 1570 und 1575 entstanden. Es ist sehr groß, also das muss man wissen, weil man, damit man sich die Wirkung vorstellen kann, 212 x 207 cm. Und befindet sich heute in Kromeríž, also in Kremsír in Tschechien. Viele haben es vielleicht, so wie ich, gesehen in der vor vielen Jahren vorhandenen Ausstellung hier im KHM über den späten Tizian. Masias ist kopfüber mit gespreizten Beinen auf einem Baum aufgehängt. Er schreit nicht, nur ein Auge fixiert den Betrachter. Auf der linken Seite des Bildes kniet Apollo in einem durchschimmernden, leicht purpurnen Gewand, mit Lorbeer bekrönt und schabt in höchster Konzentration an der Haut des Masias. Hinter ihm stehend der von der Tradition überlieferte Skythe, ebenfalls mit dem Schabmesser in der Hand. Links am Bildrand eine jugendliche Figur, mit himmelwärts gerichtetem Blick und eine Lira da Braccio, also eine Vorläuferin der Violine, spielend. Auf der rechten Seite sitzt nachdenklich, den Kopf aufgestützt, ein alter Mann. Durch die leicht gespitzten Ohren und die Krone als König Midas kenntlich gemacht. Also auch hier diese Verbindung dieser verschiedenen Erzählungen. Midas ist eben, habe ich vorher schon erwähnt, eine Figur aus dem anderen Mythos, der eben gefunden hat, dass Pan eigentlich schöner singt mit seiner Panflöte als Apollo. Hinter Midas kommt ein Satyr mit einem Kübel Wasser, Masias sozusagen zu kühlen, aber auch um das Blut vielleicht wegzuwischen. Vorne rechts steht ein Satyrkind mit Blick zum Betrachter, der einzige, der den Betrachter anschaut, außer Masias. Er hält einen großen Hund zurück. Ein kleines Schoßhündchen leckt gierig das Blut auf. Einige Elemente hat Tizian von einer Zeichnung von Giulio Romano übernommen, die dieser als Vorbereitung für seine Bilder im Palazzo del Te 1527 hergestellt hatte.
also die Idee, Marsyas Kopf über zu zeigen, die Doppelung von Apoll und dem zusätzlichen Schinder, einem dritten Mann, der hier mit einer Kithara dargestellt ist, den Satyr mit dem Wassereimer und den sitzenden Mann. In der Zeichnung hält er sozusagen sein Gesicht verdeckt. Durch das fast quadratische Format, das die Figuren zusammenrückt, die Frontalität von Marsyas, vor allem aber durch die Malweise, rücken die narrativen, handlungsbetonten Elemente in den Hintergrund zugunsten prinzipieller Aussagen. Bereits Neumann hatte vermutet, dass im Midas ein Selbstporträt von Tizian assoziiert wird. Zu dem Lira da Braccio-Spieler gibt es unterschiedliche Auffassungen. Jedenfalls steht er auf der Seite Apolls, wächst fast aus ihm hervor. Ich denke, dass das eigentlich wie die beiden Seiten von Apollo zu sehen sind. Apollo faltet sich gleichsam in zwei gegensätzliche Figuren auf. Durch die Parallelisierung der Arme und die identische Tätigkeit rückt der Gott in die Nähe des Schinders. Also der macht ja eigentlich dasselbe. Andererseits ist Apoll Gott der Musik und der Musen, der lichte Gott der Kunst. Die ungeheuerliche Grausamkeit Apolls, die durch seine konkrete Handlung dokumentiert wird, kontrastiert mit seiner fast engelhaften Gestalt. Tizian ist der Ovidschen Erzählung sehr nahe. Es gibt nicht die guten Götter und die schlechten Menschen oder die schlechten Satyren, nicht die hehren Gestalten, die sich der Kunst widmen und die sozial Niedrigstehenden, die dann auch die Schlechten und Grausamen sind. Die Macht, also Apoll, kann verführerisch schön sein. Man sieht dem Gott die Grausamkeit gar nicht an. Bereits Ovid hat wohl bei dieser und ähnlicher Erzählungen durchaus auch Herrschaftskritik gemeint. Also immerhin hat ihn ja Kaiser Augustus ans Schwarze Meer verbannt. Die Moral der Marsyas-Geschichte, also misst dich nie mit den Mächtigen, sei das nun ein Gott oder ein weltlicher Herrscher, konnte durchaus auch zum Widerspruch reizen. Das Bild wird durch den Körper des Marsyas in zwei Teile geteilt. Auf der rechten Seite sind die Satyren, die mit dem Wasser Linderung schaffen wollen, ein Kind, König Midas alias Tizian und die Hunde. Auch hier wieder die Ambiguität, es ist ausgerechnet der kleine, harmlos wirkende Schoßhund, der das Blut aufleckt. Die apollinische Seite, also die Hochkunst, gegen das Naturwüchsige, gegen die Natur. Auf der Seite der Natur befindet sich Tizian selbst, das Kind und der mitleidige Satyr. Im Gegensatz zu Raphael thematisiert Tizian das ambige Verhältnis von Hochkunst, Kultur und Natur, von einer apollinischen, vergeistigten Kunst und einer sinnlichen Kunst. Unfassbar ist die offene Malweise von Tizian, die seinen Spätstil charakterisiert und zu dieser Zeit vollkommen neu war. Also die das einmal im Original gesehen haben, können das nachvollziehen. Es ist unfassbar, wie das gemalt ist. Und das war vollkommen neu in der Zeit. Und es gab natürlich wieder viele Kunsthistoriker, die gemeint haben, das Werk sei nicht vollendet, weil das kann nicht sein, dass das nur so locker dahin gemalt ist. Die Malweise bedingt eine Bewegtheit im Bild. Es ist, als vibriere das ganze Gemälde. In der Kunsttheorie des italienischen 16. Jahrhunderts wurde vor allem von Vasari die Segno, also die Zeichnung, gegen Colore, also die Farbe, gesetzt. Für die Kunsttheoretiker galt das Disegno, Colore überlegen. Disegno ist das florentinische Renaissance-Ideal. Disegno steht für das Konzept, für die Idee. Florenz stand für das Disegno, Venedig für Colore. Daniela Bode hat in ihrem Buch Haut, Fleisch und Farbe, Körperlichkeit und Materialität in den Gemälden Tizians von 2002 zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass Tizians Marsyas ein selbstreflexives Bild ist.
Apoll hält das Schabmesser ja auch wie einen Zeichenstift. Also Sie sehen, das Gemälde ist sehr komplex, es ist vielfältig lesbar, als Auseinandersetzung zwischen Disegno und Colore, also unterschiedlichen Kunstrichtungen, einer angeblich vergeistigten zu einer sinnlichen Malerei, aber auch weiterführend zum Verhältnis von Kunst und Natur, zwischen der Macht der Götter, der Herrschenden und ihrer Opfer, zur Frage von Hybris, also ob denn Demut wirklich die größte aller Tugenden sei, zur Frage von Grausamkeit und wo die ihren Ort hat. Übrigens nur am Rande bemerkt, es gab Kunsthistoriker, dazu hat auch Panofsky gehört, die Tizian dieses Werk abgeschrieben haben, weil sie gesagt haben, es sei undenkbar, dass Tizian so eine grausame Geschichte malen könnte. Ja. Nun, die Macht des Mythos bleibt präsent, auch wenn die Repräsentation der mythologischen Geschichte als Repräsentation reflektiert und damit als Deutungsmuster kenntlich wird. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen an einem Beispiel. Also ich möchte Ihnen zeigen, wie die Transkription des Mythos weitergeht, wo der Mythos selber sozusagen nicht mehr dargestellt ist, sondern die Repräsentation des Mythos reflektiert wird im Bild. Und das ist Velázquez, die Hilanderas, also die Spinnerinnen, ein Spätwerk von Velázquez, das sehr wahrscheinlich um 1658 entstanden ist. Sie sehen, ich habe Ihnen das, zeige Ihnen das hier, das Bild ist später beträchtlich vergrößert worden, was den Eindruck des Gemäldes verfälscht. Also das ist eine seltene Sache, normalerweise, des Öfteren sind wir konfrontiert mit der Situation, dass Bilder einfach beschnitten worden sind, aber dass sie vergrößert worden sind, ist eigentlich relativ selten. Man versteht auch nicht, warum, aber so ist das. Also Sie müssen sich das sozusagen in dem kleineren Format vorstellen, wobei das immer noch sehr groß ist, also es ist riesig. Es ist 1,67 Meter auf 2,52 Meter, hängt heute im Prado. Ja, ich kann jetzt in diesem Rahmen nicht auf die vielfältigen Deutungsebenen und ihre Interpretationen zu diesem sehr komplexen Werk eingehen. Ich möchte eigentlich vor allem auf einen Aspekt aufmerksam machen, der in der Forschung bislang nicht thematisiert worden ist, aber unser Thema, nämlich die Transkription der Mythen, betrifft. Zu Recht geht der Großteil der Forschung heute davon aus, dass Velázquez die Geschichte von Athena und Arachne darstellt, die Ovid im 6. Buch der Metamorphosen erzählt. Bereits Abi Warburg hatte dies in einer Notiz 1927 festgehalten und damit der traditionellen Auffassung widersprochen, es handle sich um den Besuch der Hoffräulein in der königlichen Teppichmanufaktur und damit um ein reines Genrebild. Also Justi und andere haben sehr lange Zeit eben gesagt, es ist eine Art Genrebild, beziehungsweise es ist ein Bild über Arbeit und es zeigt sozusagen den Besuch der Hoffräulein in dieser Teppichmanufaktur. Schluss. Und Abi Warburg hat diese Notiz gemacht, die aber jahrzehntelang, es war eine Notiz, die gar nicht veröffentlicht war, also die sozusagen überhaupt nicht bekannt war. Und erst um 1940, beziehungsweise 48, 49 haben drei Kunsthistoriker, innen Enriqueta Harris, Angelo Iningues und Charles de Tournay, diese These ausgearbeitet. Also die These, dass das nicht einfach ein Genrebild ist, sondern dass es sich um die Geschichte von Athena und Arachne handelt. Es gibt eine Eintragung 1664 im Inventar des Pedro de Arce, Freund von Velázquez, Kunstkenner und Jagdaufseher des Königs, mit dem Titel Die Fabel der Arachne von Velázquez. Und das bestätigt diese Bezeichnung. Also wir haben jetzt auch eine Quelle aus der Zeit, wo sozusagen das Thema hier klargestellt wird. Also ich erzähle Ihnen die Geschichte von Athena und Arachne. Arachne ist ein lydisches Mädchen, also aus Lydien, und die rühmt sich in der Kunst des Webens, Athena ebenbürtig zu sein. Also Sie sehen wieder ein
ein künstlerischer Wettbewerb, allerdings geht es jetzt hier nur um Weben. Und darauf war Athena, die Königin, so erzürnt, dass sie in Verkleidung einer alten Frau Arachne warnt, sich nicht mit den Göttern messen zu wollen. Aber da Arachne auf ihrer Selbsteinschätzung beharrt, also die sagt, ich webe aber so schön wie Athena, zeigt sich Athena in ihrer wahren Gestalt und fordert das Mädchen zum Wettstreit auf. Athena webt Motive von Sterblichen, die ob ihrer Vermessenheit von Göttern bestraft werden. Arachne hingegen webt die Liebschaften der Götter, unter anderem der Raub der Europa. Also 12 solche Darstellungen macht sie, unter anderem den Raub der Europa. Nun, wie sie fertig waren, schreibt Ovid, ist Arachnes Webstück demjenigen der Göttin ebenbürtig. Ich zitiere Ovid, nicht vermöchte der Pallas, also Athena, der Neid selbst könnte das Werk nicht tadeln. Doch ob des Erfolges ergrimmte die Jungfrau die Blonde und zerriss das durchwirkte Gewebe der himmlischen Schmähung. Also Athena ist erzürnt über Arachnes Hochmut, aber sie ist auch erzürnt über der himmlischen Schmähung, also über dieses unmoralische Motiv. Athena schlägt Arachne und zerreißt das Webstück. Als sich Arachne aus Verzweiflung erhängen will, verwandelt sie die Göttin in eine Spinne. Arachne heißt Spinne. Also wenn Sie Spinnen sehen, jetzt werden Sie immer wissen, dass das eigentlich die verwandelte Arachne ist und sich vielleicht nicht mehr so grausen. Velázquez besaß eine Ovid-Ausgabe von Lodovico Dolce mit Holzschnitten von Giovanni Antonio Rusconi, die 1553 in Venedig erschienen war, und eine spanische Ausgabe von 1589. In Dolces Transformazioni werden die verschiedenen Episoden narrativ ausgebreitet, mit Schwerpunkt auf der Repräsentation des Webens. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel von Tempesta und ein Beispiel eines Bildes von Rubens. Und Sie sehen, was eigentlich immer wieder dargestellt worden ist, also entweder das Weben oder aber die Strafe und die Verwandlung. Bei Tempesta ist es der Moment der Verwandlung, also Athena, die Arachne in dem Moment in eine Spinne verwandelt, die eben jetzt nur noch ihre Netze spinnen kann. Und Rubens, der zeigt hinten noch Arachne am Webstuhl und vorne dann die Athena, die Arachne schlägt, und hinten sehen Sie noch den Teppich, auch eben mit der Entführung der Europa. Nun, Velázquez hat natürlich dieses Rubens-Bild auch gekannt und hat es in den Meninas als Bild im Bild auch kopiert. Velázquez zeigt nun aber weder die Bestrafung der Arachne noch ihre Verwandlung in eine Spinne, ja nicht einmal die Arbeit am Webstuhl. Vielmehr sehen wir eine Werkstatt mit 5 Frauen, die mit der Zubereitung der Wolle beschäftigt sind. Eine Alte am Spinnrad, rechts eine jugendliche Frau, die uns den Rücken zuwendet und den Faden von einer Haspel zu einem Knäuel aufwickelt. In der Mitte eine hockende Figur, in der linken den Wollkamm, mit der rechten die Wolle aufsammelnd. Das ist eine Konstellation, die natürlich auch an die Parzen erinnern könnte. Sie wissen, die Parzen sind sozusagen diejenigen, die den Lebensfaden spinnen und dann letztlich auch abschneiden. Ja? Also das ist schon in dieser Konstellation vielleicht auch assoziierbar. Links schlägt eine weitere weibliche Figur einen großen Vorhang zur Seite, gleichsam um uns den Einblick zu ermöglichen. Symmetrisch dazu kommt vom rechten Bildrand überschnitten
eine weibliche Figur mit einem vollen Korb in den Raum. In der Mitte des Bildes führen zwei Stufen in eine Art Alkoven im Hintergrund, ein erhöhter Raum. Die viel zu hohen Stufen und die Rahmung durch die dunkel abgeschatteten seitlichen Wände sind Indizien, ihn nicht im Sinn eines realen Raumes perspektivisch, naturalistisch zu lesen, sondern konzeptuell, gleichsam als ein Bild im Bild. Im Unterschied zum stark abgedunkelten Hauptraum ist er von einer Lichtquelle links oben strahlend hell erleuchtet. In diesem Raum sehen wir die Rückenfiguren von drei vornehm gekleideten Hoffräulein. Eine wendet den Kopf und scheint aus dem Bild uns anzublicken. Neben der links stehenden weiblichen Figur lehnt eine Viola da Gamba. Dahinter Athena mit Brustpanzer und Helm und erhobenem Arm. In der Mitte Arachne und hinter ihnen die Weberei mit der Darstellung der Entführung der Europa. Rechts unten lassen sich fragmentarisch und verschwommen Teile des Stiers und, Europas hochgerissenen Oberkörper mit dem wild flatternden Gewand erkennen, ebenso wie die beiden Putti im Himmel links oben. Also wir haben uns das ja angeschaut, das ist natürlich ein Zitat des Tizian-Bildes und des Rubens-Bildes, der den Tizian kopiert hat. Beide diese Bilder hingen in Madrid und Velázquez waren Tizian und Rubens seine meistgeschätztesten Künstler. Also es ist natürlich jetzt überhaupt kein Zufall, dass der ausgerechnet das jetzt kopiert. Also der zeigt, wie gesagt, weder die Bestrafung noch die Verwandlung in eine Spinne, sondern er zeigt Arachnes Triumph. Es ist eine Neuerfindung von Velázquez, die nie eine Nachfolge gefunden hat. Also man könnte eigentlich sagen, Velázquez stellt sich nicht nur in eine Reihe mit den größten Künstlern, sondern eignet sich auch die Hybris der Arachne an. Er malt göttlich. In der Forschung besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass durch die Referenz auf die mythologische Geschichte der Status der Malerei selbst reflektiert wird. Gleichsam ein kunsttheoretisches Manifest und dass in der Gegenüberstellung der beiden so unterschiedlichen Bildräume die Artes Mechanicae mit den Artes Liberales in Verbindung gebracht werden. Aber gegen die zählebige Forschungsmeinung, darin eine neuplatonische Kunstauffassung zu erblicken, in der die hohe Kunst, das Disegno, dem niederen Handwerk entgegengehalten und dadurch für die Nobilitierung von Malerei und Künstler plädiert werde, haben sich in den letzten Jahren zu Recht einige Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen gewandt. Allen voran Verena Krieger, mit ihrem Aufsatz über Arachne als Künstlerin, aber auch Thomas Köllhofer und Jill Knox. Das Bild zeigt eine Metamorphose, analog der mythologischen Geschichte. Die transformative Kraft, das Wunder der Malerei, die aus Pigmenten bewegte Figuren schafft, wie eben Arachne aus purer Wolle einen Teppich. Aus dem schieren Material, also beachten Sie die Wolle, die unbehandelte Wolle an der rechten Wand, wird durch Arbeit ein Kunstwerk. Die handwerkliche Arbeit, die Bedeutung der Hand, wird nicht zugunsten der spirituellen Kopfarbeit heruntergespielt, sondern zelebriert. Die Figur der Arachne verkörpert ja selbst die Einheit von Invention und Handwerk, von künstlerischer Meisterschaft durch technische Perfektion. Velázquez stellt eine Analogie her zwischen der Webkunst und seiner Auffassung von Malerei, einer Malweise, welche die Farbe über die Linie stellt, die mit lockerem, freien Pinselstrich Farbflecken, sogenannte Manchas oder Borones, auf die Leinwand zaubert,
deren Formwerdung erst aus größerem Abstand erkennbar wird. Nun, zu welcher Gattung gehören die Chilanderas? Sie sind eben nicht, wie lange Zeit geglaubt, ein Genrebild, aber das Gemälde ist auch keine Allegorie und es ist auch kein mythologisches Bild. In der Hierarchie der Künste war die Historia die angesehenste, das Genre die niedrigste Gattung. Velázquez stellt die Grenzziehung zwischen Genre und mythologischer oder auch biblischer Historie in Frage. Ich zeige Ihnen ein Frühwerk von Velázquez, Christus bei Maria Martha, wo er schon so ähnliche Dinge versucht hat. Das ist jetzt nicht mythologisch, sondern es ist eine biblische Historie, die mit einer banalen Küchenszene konfrontiert wird. Also natürlich ist das auch das Thema. Also Sie wissen, Maria und Martha, Christus kommt zu Maria und Martha, Martha geht in die Küche, um Essen zuzubereiten, Maria hört zu Christi Worten und irgendwann wird es der Martha zu blöd. Sie kommt aus der Küche und sagt, Christus, kannst du dir nicht vielleicht sagen, die soll mir helfen in der Küche? Und Christus sagt, Maria hat den besseren Teil erwählt. Das ist eine Geschichte, die, wo es immer wieder um Vita Aktiva, Vita Passiva geht. Und Velázquez stellt das jetzt so dar, wenn Sie sich das anschauen, hinten, das ist nicht ein zweiter Raum, das geht überhaupt nicht. Es ist aber auch nicht ein Bild, was an der Wand hängt. Es ist auch kein Spiegel, es ist auch kein Fensterausblick. Es ist einfach konzeptuell gesehen ein Bild im Bild. Und es geht Velázquez immer wieder, man könnte das durch sein Werk sozusagen durchzeigen, es geht ihm immer wieder um Konfrontation verschiedener Realitätsebenen, also der sozusagen banalen, realen, sozialen Welt und eben so einer biblischen Welt oder dann eben einer mythologischen. Auch in den Chilanderas erklärt die mythologische Geschichte im Hintergrund mitnichten die Szene im Vordergrund und damit das ganze Bild. Vielmehr werden eben komplexe Bezüge zwischen den Realitätsebenen aufgespannt, die zu verschiedenen Deutungen führen und geführt haben. Nun, der Aspekt, um den es mir hier geht, betrifft formal gesehen die Raumebenen und inhaltlich das Verhältnis von sozialer Realität und dem Reich des Mythos und der Kunst. In der Forschung gibt es Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Raumebenen im Hintergrund. Also die einen meinen, Athena und Arachne seien Teil des gewebten Teppichs. Dies kann man ausschließen. Zu klar steht Arachne vor dem Teppich. Die anderen hingegen sehen die beiden mythologischen Figuren vor der Tapisserie im selben Raum wie die Hoffräulein. Sie sehen in den Hoffräulein die lydischen Frauen, die in Dolces Ovid-Ausgabe Arachnes Arbeit bewundert hatten. Es gibt jedoch eine Differenz zwischen den zeitgenössisch gekleideten Damen des Hofes und den mythologisch verkleideten Figuren. Also einerseits sind die vollkommen anders gekleidet, aber nicht nur das, es differiert eben auch die Malweise. Es ist die verschwommene Malweise von Athena und Arachne, die dazu geführt hat, sie als Teil der Weberei anzusehen. Die Hoffräulein gehören nicht derselben Realitätsebene an wie Athena und Arachne. Meines Erachtens betrachten die Damen des Hofes, also Velázquez' Zeitgenossen, gleichsam ein Schauspiel, ein Theater, in dem die Geschichte Athena und Arachne aufgeführt wird. Es gibt somit nicht zwei, sondern vier Realitätsebenen. Also groß im Vordergrund die Welt der einfachen, arbeitenden Frauen, die Welt der Produktion. Davon klar abgesetzt, erhöht im Hintergrund die Welt des Hofes, der Rezeption. In diesem Bereich wird nochmals unterschieden zwischen den betrachtenden Damen
also die der sozialen Wirklichkeit aus Velázquez' Zeit entstammen, und den Figuren der Mythologie sowie dem gewebten Teppich, der gleichsam die Kulisse, die Rahmung für das Theater bietet. Also ich meine nicht, dass, dass man das jetzt buchstäblich als Theateraufführung sehen muss. Wichtig ist die Differenz zwischen Figuren der sozialen Realität, also den Hoffräulein, und denen der Mythologie. Der Mythos, die Mythologie, ist nur noch in der Kunst beheimatet. Im Schauspiel, der Webkunst, der Malerei und der Musik. Die Repräsentation des Mythos wird als Repräsentation kenntlich, die nun aber das ganze Bild mit Bedeutung überschwemmt. Die mythologische Erzählung wird nicht als solche dargestellt. Also es ist nicht Athena und Arachne, geschweige denn die Entführung der Europa. Vielmehr wird das mythologische Motiv zum Zitat, zum Schauspiel, zum Bild im Bild, das betrachtet wird. Die Repräsentation des Mythos semantisiert das gesamte Bild. Gleichzeitig wird die Kluft sichtbar, welche die Arbeiterinnen von der Welt des Hofes trennt, von der Hochkultur, in der die Mythologie Teil des Wissens ist. Velázquez führt uns vor, dass wir nicht mehr in der Welt des Mythos leben. Dennoch deuten wir unsere Welt immer noch durch die großen Erzählungen der Mythologie. Danke.